Hallo ihr Lieben da draußen. Ich fange heute mal ein bisschen ruhiger an. Ich werde mit euch auf jeden Fall heute durch den Garten tingeln. Gibt jede Menge zu zeigen. Was habe ich da denn gerade entdeckt? Moment. Okay. Ja. Viel Entdeckung. Das darf gerne hier drin bleiben. Leben bringt Leben. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also heute bin ich ein bisschen gedämpfter unterwegs. Ich habe ja, sehr viele Ereignisse in meinem Leben gehabt jetzt die letzte Zeit. Und ja, bin dementsprechend geschlaucht. Aber ja, dieser Sonnenstrahl hat mich nach draußen gelockt. Wir hatten ziemlich bescheidenes Wetter, wodurch so Gartenbesuche gar nicht mehr möglich waren. Ob Sturm und Regen. Deutschlandweit hat es ja irgendwie getroffen. Ja, dennoch bin ich jetzt heute hier, um mich halt eben auch aufzutanken, weil der Mensch lebt nicht von Trinken und Essen allein, da gehört noch ein bisschen mehr zu. Und diese Sonnenstrahlen um meinen Garten, das schenkt mir jetzt gerade echt eine Menge. Ja, wo fangen wir denn jetzt an? Es gibt auf jeden Fall was zu beklagen, aber nur für den, der beklagen möchte. Ich selber halt das mal heute so ein bisschen sarkastisch, wie ihr das von mir kennt. Ja, und deswegen fangen wir auch hier vorne im Hochbeet ein. Ich werde einmal rumzwitschern, euch in die Hand nehmen und dann wird das so ein Ritt durch meinen Garten und ich werde verschiedene Stellen besuchen. Es ist auf jeden Fall spannend, was ich jetzt so ein bisschen beobachten durfte. Immer ein paar Tage nicht da und schon sprießt alles. Ja, jede Menge zum Ernten. Gibt auch Ernteverluste. Ja, aber dazu gleich. Auf jeden Fall, die Wühlmäuse waren wahrscheinlich sehr aktiv. Und da, wie gesagt, da fangen wir jetzt mit an. Meine Stimme hat heute auch nicht so viel Kraft, aber ich denke, die Kraft kommt dann wieder hier im Garten. Das wird mir sicher halt ein bisschen Energie für die weiteren Tage mitgeben. Auch hier ein bisschen, vielleicht auch mal wieder ein bisschen was zu schaffen. Mal gucken, wie da so alles mitspielt. Liegen auf jeden Fall gerade auch ein paar andere Sachen an. Okay, ich stehe hier vor meinen Hochbeeten, direkt beim Apfelbaum. Der Apfelbaum übrigens super, super schön, kommt überall. Ja, treibt aus, beziehungsweise öffnet sich, macht echt was her. Deswegen, der wird noch so richtig Form bekommen. Optisch war der ziemlich, ich sag mal, hart zugeschnitten. Ja, aber das macht nachher dann wieder die Natur weg. Hat mich jedes Jahr bisher auf jeden Fall überrascht, egal wie es war letztendlich. Lange Rede, kurzer Sinn, wir sind jetzt hier beim Hochbeet. Und ja, also ich habe jetzt schon Radieschen jede Menge bei mir angebaut und das habe ich noch nicht erlebt. Ihr könnt das sehen, überall Knabberspuren, da auch ganz deutlich. Haben auch nichts ausgelassen. Also ist echt auch hier. Ja. Ich kann das gut verstehen, die schmecken ja auch lecker, ne? Also kein Grund sich aufzuregen, ist natürlich jetzt Ernte bei Flöten gegangen, aber unterm Strich, mein Gott, ich hatte schon sehr viel Freude damit, andere auch, ich habe sehr viel davon schon teilen können. Ich glaube, der Floh kommt jetzt ein bisschen zu kurz. ja, mal gucken, was man da noch zwischen essen kann, aber ich denke mal, die Ernte ist grob verloren, aber verloren in Anführungsstrichen, denn Leben bringt Leben. Ich habe ja noch so meine Behältnisse wie Bokashi, ich habe Kompost und alles geht in einen Gartenkreislauf über. Und deswegen ist nichts verloren, nichts weg, nichts verschenkt. Ich sehe das jetzt also nicht so dramatisch. Ja, ich habe mich natürlich da so ein bisschen auf die Ernten gefreut, aber es sind ja noch andere Radieschen unterwegs. Es wartet auf jeden Fall eine ja, sonnenintensivere und auch temperaturintensivere Jahreszeit auf uns. Und ich denke, da werden wir hier auf jeden Fall noch von profitieren. Ja. Die, denke ich, kommen dann wahrscheinlich zeitnah raus. Und ich habe auf jeden Fall noch Saatgut besorgt von Eiszapfenradieschen. Weil ich finde, da kommt noch viel mehr von der Menge her rum. Da braucht man nicht mehrere, da reicht dann einer. Ja. Wenn dann Platz geschaffen ist und das, was ihr jetzt seht, ist der Spinat. Der ist so weit, sieht so weit super aus. Hier ein bisschen Möhrchen zu sehen, die sind unterwegs, ja, brauchen sowieso länger. Also vom Timing her wird das auch noch spannend und hier dann auch noch mal ein anderer Spinat. Ja, Radieschen,
So, und dann haben wir hier auch nochmal Möhrchen. Ich gehe mal ein bisschen aus dem Licht. Ist eigentlich doch viel schöner anzusehen, wenn dann die Sonne noch so beobachten darf. Die steht ja jetzt ein bisschen tiefer. Wir haben so irgendwie 6 Uhr rum. Ich weiß es gerade nicht genau. Ja, und das, was ihr seht, ist Portulaque. Postelein, wie auch immer man das nennen möchte. Und hier vorne habe ich noch verschiedenste Salate. Na, habe ich ja schon ein bisschen verteilt. Das ist hier so meine Voranzuchtecke. Und ja, das ist auf jeden Fall eine schöne Sache. Das mache ich auf jeden Fall wieder so. Da braucht man nicht groß irgendwelche Platten anzuholen. Einfach rüber über die Erde und das, was kommt, das verteilt man dann im Garten. Beim Salat ist das auf jeden Fall auch so, dass der ein bisschen mehr Schatten ab kann. Und eigentlich kommt die Sonne von so hier aus der Richtung. Also ne, da ist ungefähr mittags. Und dann geht die weiter rum und dann kommt die dann erst. Natürlich sind das auch noch schöne Temperaturen. Aber hinter mir, da wird nachher die Sonne nachher nicht mehr zu sehen sein. Da verändern sich dann hier auch die Bedingungen. Hab hier ja jede Menge Bäume. Oh, guckt euch das an, wie schön. Und im Grunde genommen ist das eine schöne Überleitung, hier mal wegzukommen. Hier haben wir Johannisbeeren, die roten. Die werde ich wieder mit den Vögeln teilen. Also ich benutze keine Netze. Ist noch nicht so weit. Hier geht das auf jeden Fall weiter. Ah, da wird es auf jeden Fall ein bisschen Ernte geben. So, und zeigenswert auf jeden Fall bei der Geschichte. Ich bin ja jetzt hier beim Hochbeet gewesen. Das da. Und hier vorne direkt daneben wächst noch mal mehr Postelein und Portulaque. Jo, wenn das so richtig ausgesprochen wird. Ey, verzeiht mir das. Ich weiß, haben mich schon ein paar ermahnt. Ich habe es nicht so mit Namen. Und ich finde, dafür schlage ich mich auf meinem Kanal bisher ganz gut. Also hier so richtiger Teppich aus ja, Portulaque. Hier hatte ich eigentlich Kräuter ausgesät. Hier kommt auch was, ne? Petersilie. Gibt es noch andere Stellen auch? Ja, genau, da habe ich noch eine Petersilie. Und das, was ihr seht, sind überall Zwiebeln. Also irgendwie hat das doch was. Der Boden ist geschützt. Die Organismen, die Tiere, alles, was da unten rumkeucht und fleucht und da lebt, ja, hat ein bisschen mehr Schutz. Und letztendlich habe ich dann nachher noch ein bisschen Ernte. Ist doch eigentlich perfekt. Ja. So, das war es auch von hier. Es geht noch weiter und ich möchte ein bisschen mit euch erkunden. Ich stiefe hier einmal ums Stativ rum. Gibt es hier hinten was zu sehen? Muss ich mal gucken. Jetzt hier nochmal Johannisbeere. Da überall. Ja, nochmal so ein bisschen für die, die das bei mir noch nicht so kennen, wo ich jetzt rumlaufe. Ja, um das Beet hier hinten habe ich mich noch nicht gekümmert. Ich weiß nicht, ob ich das noch aktivieren werde. Vielleicht ist das für Salat ganz gut. Ja, und hier hinten ist überall Giersch. Ne? Das kann man auch fordern, genauso wie Brennnesseln auch en masse. Also ich werde genug haben, um nachher Jauchen zu machen. Bevorzugt natürlich Brennnesseljauche, also hier dann mit Brennnessel, mit Beinwell. Ist bei mir ordentlich vertreten. Oh, das war ein gutes Stichwort mit dem Beinwell. Und eigentlich auch mit der Jauche. Ich werde euch mal oben rechts ein Video verlinken, weil ich denke mal, das Düngen wird schon sehr interessant. Kann man ja begleiten bei allem, was man so tut, schon ein bisschen machen. Ist auch sinnvoll, gerade so Knoblauch und ja, was man so auch in der Anzucht hat, kann ja auch ab und zu mal was vertragen. Da habe ich auf jeden Fall mal alles zusammengefasst, auch verschiedene Varianten mit Urgesteinsmehl, auch dass es nicht stinkt, das mit dem Schimmel, mit dem Umrühr. Habe ich einmal wirklich so eine Zusammenfassung gemacht. In dem Video findet ihr auf jeden Fall alle wichtigen Infos. Habe mir da auf jeden Fall sehr viel Mühe gegeben. Wünsche euch da viel Spaß für alle, die das sich dann noch anschauen. So, ich tingle mal rüber, denn ich war gerade, seht ihr das? Ich kriege schon ein bisschen Kraft und Energie und der Wind pfeift und das tut richtig gut, muss ich sagen. Auch wenn ich gleichzeitig mich fühle, als ob ich voll ins Bett könnte und mal ein bisschen durchpuffen. Ja, aber so ist das gerade nicht. Wie gesagt, der Lichtstrahl hat mich abgeholt. Guckt euch das an. Vorne im Bild in der Mitte übrigens mein Bokashi. Ja, habe ich schon mitgenommen. Ich habe auch noch einen zweiten zum Düngen. Perfekt. Ja, so sieht es gerade bei mir aus. Ui. So, wir sind jetzt bei mir. Ne, nicht bei mir, sondern da. So, jetzt wir sind aber hier und guck mal, was hier wächst. Wir hatten schon Beinwell gerade das Thema. Ist doch perfekt. Da, ich finde die voll schön. Auch hier vorne und so, die ganzen Härchen. Oh, mag ich. Übrigens, den Beinwell, die Blätter und so weiter, die kann man essen. Mein Geschmack ist es nicht, ist alles ein bisschen borstiger, kratziger, so ein bisschen wie Schmirgelpapier. Aber essen kann man das tatsächlich. Probiert habe ich das. Meins ist es nicht. Also könnt ihr gerne auch probieren. Und ja, rohköstlich, glaube ich, würde ich das nicht empfehlen. Aber ich würde empfehlen, mich da zu informieren, wer das jetzt unbedingt
mal wissen möchte, ob das überhaupt geht. Also da bloß nicht, da habe ich kein Wissen, keine Ahnung. Taste ich mich erst ran mit den rohköstlichen Sachen. Oh, es ist so schön. Ach, das mit dem Baum. Ja, und hier vorne könnt ihr schon mal beobachten. Und zwar das hier, dachte ich, das könnte eine Akelei werden, aber mittlerweile bin ich mir schon gar nicht mehr so sicher. Da habe ich hier auch ein paar Exemplare. Das wird die Lemon Queen. Ja, und hier ist so ein Beet, da war der liebe Flo bei. Da soll nachher sowas rein wie Zucchini und ach, irgendwelche Mischkulturen, irgendwas, was wir uns ausdenken. So, und ich laufe jetzt nochmal weiter nach hinten und gucke mit euch nochmal im hinteren Eckchen, wo ich sonst nicht so oft bin. Gibt es auf jeden Fall eine ein oder anderen Stelle, wo ich jetzt nicht so aktiv war, Überraschungen zu beobachten. Sachen, die da wachsen. So, wo gehe ich denn da lang? Ja, hier, gucken wir mal. So, sieht das bei mir aus. Guckt euch das an. So, und hier unten, das müsste auch die Akelei sein, die da wächst. Ja. Okay, auch schon fleißig gespielt. Leider den Abbau versäumt durch Ereignisse im Leben. Da gab es halt andere Sachen. Ihr habt das ja so mitgekriegt, für alle, die mich verfolgt haben. Das letztes Jahr jede Menge los war bei mir und nach wie vor ist. So, hier haben wir noch Akelei zwischen. Da hat sich Akelei verteilt. Da vorne haben wir noch mal was. Und wenn ich dann hier so weiter tingle, jetzt gibt es einen kleinen Secret Place. Guck mal weg. So, jetzt will ich mal rumtingeln. Zip. Ja, hier hinten. Hier habe ich auf jeden Fall noch Sachen entdeckt. Die finde ich total spannend. Auch so die Pflanze an sich. Oh, ist das herrlich. Und ich denke, hinter mir werden auf jeden Fall einige Mirabellenbäumchen sich ausbreiten. Ah, schön. Ja. Oh, was sehe ich denn hier noch? Und hier vorne. Also das ist ein Geschichtchen, ja doch, sieht ja doch nach einer Akelei aus. Ich habe ja verschiedene Farben bei mir. Oh, schön, dass das sich ausbreitet bei mir. Finde ich eine wunderschöne Pflanze. Und dann noch hier unter Baum jede Menge Pflänzchen, die wachsen. Hier vorne haben wir auf jeden Fall Bärlauch ordentlich beerntet. Da wartet noch ein Glas auf mich. Hat der Floh ein bisschen Pesto für uns gezaubert. Ja, und da drüben seht ihr noch ein bisschen von dem echten Ehrenpreis. Auch wenn es ein falscher ist, alles essbar. Aber die guten Heilstoffe, die sind auf jeden Fall im echten Ehrenpreis drin. Voll schön die Blüten, wie ich finde. Oh, richtig, richtig schön. Ja, da darf es gern mal mehr werden. Da möchte ich auf jeden Fall ein bisschen Saatgut gewinnen, wenn das möglich ist. So, ich tingle hier mal überall durch. Bleib auch mal bei mir. Ist nicht alles so aufgeräumt gerade. Hat auch Besuch, da ist noch eine Akelei. Ach, wie schön. Oh, guckt euch das an. Es wird voller und voller. So sieht es bei mir aus. Da, Zaunkönig. Wie geil. Und jetzt hockt er da hinten. Zaunkönig, der hockt, also der hockt nicht nur bei mir, der ist immer wieder da. Also ich sehe den nahezu jedes Mal. Wunderschöner Gesang. Und ich sage euch das, den holt ihr euch auf jeden Fall durch Ecken mit solchen Naturzaunmodulen her, weil hier vorne ist er gerade hin. Ich habe ihn aber gerade noch wegfliegen sehen, deswegen hätte ihn jetzt sonst auch nicht genervt. Ja, und hier ist der durch und der ist ganz schön akrobatisch. Der ist irgendwann mal vor ein paar Tagen hier rein und so wie ich vorbeilief, ist er bis hinten durch, hat er irgendwie eine Möglichkeit, unglaublich flink. Und er ist hier hinten wieder raus. Echt toll. So sieht es hier aus. Rhabarber wächst toll. Ich muss sagen, ich habe keine Ahnung, wann die beste Erntezeit ist. Ich habe es mal wieder vergessen. Wenn ihr das da irgendwie wisst, könnt ihr mir gerne in den Kommentaren weiterhelfen und auch denen, die das soweit interessiert. Ja, Lebensraum für Tiere ist immer eine schöne Sache. Dann kann man auch immer mehr Besucher im Garten empfangen. Nicht nur durchs Anlocken, durch Vogelfutter oder wie auch immer. Wobei ich ein Freund davon bin, dass sie sich selber so ein bisschen durchbringen, so gut das geht. Aber man kriegt das ja schon mit, wenn sie ein bisschen Unterstützung brauchen. Ja. So, man braucht sich auch nicht zu sehr verwöhnen. So. Bei mir gibt es auf jeden Fall in den Beeten ohne Ende Würmer. Da sehe ich die Randale-Amseln gern mal. Aber sind sicherlich dann, wenn ich es nicht mitkriege, dann natürlich auch andere
die sich da bedienen. Ja, und es gibt bei mir noch so viele Sachen, die gewachsen sind. Ich werde mal ein bisschen beschleunigen, obwohl, nee, wir sind so ein bisschen chillig unterwegs. Ich glaube, da werden wir auch bleiben. Und ja, bei meinem Gast so ein Hochbeet, da wächst das nicht nur an Gemüse, sondern auch quäkemäßig, aber alles im grünen Bereich. Ist bald dran. Da brauchst du halt ein bisschen schönere Zeit, das dann halt nach und nach hier wegzumachen. Also kürzer zu sensen und ja, dann kann man schon die ersten Sachen mulchen, wie da hinten den Knoblauch. Also Knoblauch, guckt euch das an, wenn der mal nicht richtig gut dasteht. Ne, alles, was da senkrecht rauskommt. Da habe ich auch verschiedenste Sorten und hier zwischen die Gartenmelde, die rote, die macht sich ja auch weiter breit, wird größer. Das sind so Pflänzchen, ne? Auch wie Spinat essbar, rohköstlich. Geschmackstest letztes Jahr, so erster Versuch, wusste ich noch nicht so. Wichtig ist ja nochmal probieren. Ja, versteckt sich immer mal irgendwo zwischen, da immer auch was Rotes. Distel zu finden, das waren ja die Erdbeeren. Ja, und dann sind überall irgendwelche Sachen am Wachsen. Ich muss sagen, ich bin ja so ein bisschen, ne, Chaos, Saatgutverteiler. Und ja, mal gucken, was das wird. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, man sieht jetzt so schon verschiedene Sachen wachsen. Alles, was hier so zwischen ist, was wird denn das? Was wird das denn? Also irgendwas habe ich ja hier selber angestellt. Ich habe das auch schon wieder vergessen. Es könnten Ringelblumen zwischen sein. Kann mir jemand sagen, was das ist? Keine Ahnung. Wieder mehr Disteln da oben zu sehen. Und überhaupt, ne? Überall, aber wirklich überall gibt es den schönen Löwenzahn. So, aber wir wollen hier auf der Seite weitermachen. Ja, hier ist so ein Beet. Hier wächst einiges. Also heute wäre mir das eine Freude, wenn der ein oder andere sich einbringen könnte und für Aufklärung sorgen könnte. Denn hier gibt es die ein oder andere Pflanze, die ich wirklich nicht kenne und da auch noch nichts zu gefunden habe. Und Pflanzenbestimmung, das braucht so seine Zeit. Es gibt halt auch Pflanzen, die im zweiten Jahr dann irgendwie erst blühen oder was auch immer. Ja, die brauchen halt ihre Zeit, haben Konkurrenz und ich möchte die Konkurrenz gerne entfernen, ohne dann die wirkliche Pflanze rauszurupfen. Und das ist bei der Vielzahl an Pflanzen echt nicht einfach. Worauf ich hinaus wollte, hier vorne, guck mal, das ist alles hier echter Ehrenpreis. Meine zu erkennen hier an den Blüten, obwohl hier ist so ein bisschen anders. Ne, so bläulich. Aber ne, informiert euch da mal selber. Da habe ich nicht genug Informationen, um euch da weiterhelfen zu können. Hier wächst irgendwas, das fühlt sich auch voll schön an. Was ist das? Oh. Ja, und hier habe ich noch überall Schafswolle. Bei den Beeten war ich noch nicht bei, aber wenn ich mir alles so angucke, so viel Arbeit kann das nicht werden. Ich hab mich halt immer vorgedrückt, muss ich ehrlich sagen. Da bin ich auf der Ecke, bin ich faul gewesen. Deswegen mit der Wolle ist das noch nicht so ganz was für mich. Oh, da gibt es gleich was zu sehen. Oh, ich habe schon wieder was entdeckt. Ja, so, jetzt wollen wir zügig vorankommen. Und zügig voran geht es hier. Jede Menge Beikraut. Und da gehört aber auch das Thema zu, was ich gerade angesprochen habe. Aber Erbsen, 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 Erbsen. Also das könnt ihr da nochmal sehen, hier nochmal sehen. Also alles wunderbar am Kommen. Überall, wo Lücken waren, habe ich nochmal nachgesät. Ich habe auf jeden Fall Tiere, die gerade so Erbsen, dicke Bohnen und Mais und sowas wird bei mir gerne rausgerupft. So war es letztes Jahr, das erste Mal. Ach, obwohl das Jahr davor und das davor habe ich das wahrscheinlich noch gar nicht mitgekriegt, weil ich so weit noch nicht war, das erkennen zu können. Ja, aber auch dabei meistens ist schon was passiert, aber dazu kommen wir dann gleich. Wie gesagt, es wird spannend. Ich habe euch das gesagt und ich muss sagen, ich hätte auch nicht mit so viel Input gerechnet, was ich an euch weitergeben kann. Oh, das sieht ja auch schön aus. So, aber bevor wir da hinkommen, hier, schöne Überraschung, die dicke Bohne gekommen, noch eine dicke Bohne. Ja, wo war noch was? Hier, da nochmal dicke Bohne. Dann eine Ecke noch, also das wird mir von der Menge her reichen. Das ist die Chicorée-Sache. Ja, die sind aus dem letzten Jahr. Auch da, wenn da jemand was weiß, kann man die noch essen, kann man die noch wunderbar verwenden. Das ist bestimmt ein wunderbares Futter für die Hasen. Die würden sich auf jeden Fall freuen. Ja, der Knoblauch, der steht auch stramm. Oh, guckt euch das an. Sehr schön. So, Erdbeere noch dazwischen. Da haben wir
nochmal Radieschen. Das, was so ein bisschen versetzt frei aussieht, da sollen nachher Möhrchen kommen, die brauchen irgendwie noch. Und hier vorne gibt es die ersten Sachen zu entdecken, nur nochmal zur Orientierung. So sieht es da aus. Und hier vorne habe ich die ersten Pflänzchen, da unten kommen sie. Da kann man das auch entdecken, genau in der Mitte jetzt. Muss mich immer ein bisschen lang machen manchmal, vor allen Dingen heute, wenn ich nicht ganz so fit bin. Da wächst auf jeden Fall, das müsste Mangold sein, das müsste eine ganz schöne Geschichte werden. Mangold, rote Beete, nee, bunte Beete, nee, Mangold, auf jeden Fall Mangold. Ja, und ich stiefe hier mal weiter. Auch das Beet gefällt mir nach wie vor, also ich muss sagen, arbeitseinsatzmäßig hielt sich das echt in Grenzen. Also das lief echt rund, die Geschichte. Kartoffeln, hier überall Kartoffeln drin, hier so Kompostanlegungen, natürlich ohne, dass es stinkt. Ne? Also da kommt nichts rein, was irgendwie belästigen könnte. Ja, und hier haben wir halt noch den Palmkohl. Von dem habe ich geredet. Guck mal, wie der da hochwächst. Ja, der hat echt einen Schub gekriegt. Und auch nochmal näher dran. Echt faszinierend. So, hängen wir mal weiter. Ich hoffe ja, dass in dieser Hinsicht bald es beim Rasenmäher weitergeht. Ja, da habe ich auf jeden Fall Hilfe gekriegt. Der Thomas möchte mir da weiterhelfen und den reparieren. Der kriegt das sicherlich hin. Der ist handwerklich richtig gut drauf, auf jeden Fall. So, und was ich euch hier jetzt weiter zeigen kann, um jetzt mal gleich vom Rasenmäher loszulassen. Das Beet muss noch, ne, gar keine Frage, habe ich auch schon gezeigt im letzten Gartenumgang. Und hier kommt die Goldrute, die sieht richtig schön aus. Ja. Und was hier noch Schönes zu beobachten ist, guckt mal hier neben der Pyramide, die Schiefe, die hat sich echt mit der Zeit so rübergelegt. Bei dem Sturm, ich habe das Gefühl, die ist noch ein Stück schiefer geworden. So, aber was habe ich bei den Wildbienen entdeckt? Guck mal, ich hatte so richtig schöne Geburten hier. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, das hier nochmal sicher aufzustellen. Ja, und ich werde jetzt mal weiter tingeln, hier vorne. Ja, ihr wisst ja noch, was hier wuchs, das ist vorbei, Ostern und so, gelb. Osterglocken, Osterblume, wie auch immer. Ich weiß es immer noch nicht, bin da immer noch ein bisschen durcheinander. Aber die Lupine, die gibt mal richtig Gas. Also hier, wow. Voll schön. Vor allen Dingen dann auch immer das, optische, wenn da Wasser drauf liegt. Diese, wie beim Frauenmantel. Das hat so einen richtig schönen Effekt, also was die Natur da drauf hat. So, und hier haben wir mal ein bisschen eine Schranke. Sonne haut ein bisschen ab. Hier haben wir noch so ein paar Teller stehen, das sind Sachen, die jetzt auch geerntet werden. Und guck mal im Hintergrund, da laufe ich gerade hin. Oh, wird es jetzt kalt gerade. Naja, die Sonne kommt noch wieder. Hier ist jede Menge passiert. Hier war ich jetzt bei und habe hier auch ordentlich Beikraut rausgeholt. Ich habe insgesamt 4 Haufen, einmal da drüben, noch in der Mitte da und zur Wasserstelle hin. Ja, und das, was fehlt, ist das Stück noch. Das soll nochmal ein bisschen, durchgegraben werden, Beikraut raus, ist echt, ist ordentlich Arbeit, gar keine Frage, aber wie auch das Stück, ist mal wieder super meditativ, hat mir richtig gut getan. Ja, und wenn man dann im Bett liegt, dann fühlt sich der Tag auch echt viel besser an. Ja, könnt ihr auch sehen, den Unterschied, ne? Na, wer weiß noch, was das wird? Ich habe das eigentlich gerade schon gesagt. Indianerbeet, Milpa-Beet, Inka-Beet, was weiß ich, was für alles für Bezeichnungen gibt. Oh, die Sonne kommt wieder raus. Ach, wie schön. Ja, meine Stimmung treibt hoch. Ja, die Natur schenkt einem schon richtig was. Ne? Die Sonne, die schickt auch mal so richtig was rein. Einmal von unten bis oben befüllen lassen, einmal so von oben reinfließen lassen, die Sonnenenergie. Richtig schöne Sache, ja. Ja, und jetzt könnt ihr auch mal sehen, Steine und die Umrandung, alles ist so ein bisschen jetzt rausgekommen. Nee. So, hier ein bisschen Deko, ihr kennt mich ja. Hier vorne haben wir die Nachtkerzen, hier haben wir den Pflaumenbaum auch noch nicht gezeigt. Da gibt es Triebel, da gibt es Hoffnung. Also Klaus, wenn du zusiehst, das Ding wächst und ich hatte das Gefühl, es wird irgendwie... Obwohl das hier veredelt war und so weiter, dass es trotzdem eine Pflaume werden könnte. Ja, mal gucken. Natur findet seinen Weg. Eindeutig und das hört auch nicht auf. So, und hier vorne ist auch noch jede Menge zu sehen. Richtig schön. Hier sieht man auch die ersten Ausbreitungen von Pflänzchen wie Phacelia. So, und dann hört es auch schon auf. Viel mehr gibt es wirklich nicht zu sagen. Hier auf der Ecke.
Ja, und hier ist auf jeden Fall jede Menge am Wachsen. Und ja, guckt euch das an, ne? Also das ist die Blumenwiese, das wird so richtig abgehen hier, was Tierchen angeht. Und direkt daneben Indianerbeet, wo man sich letztendlich nachher auch wieder reinstellen kann. Hat er auf jeden Fall auch Besuch und dann die Kleinen. Ab da rein. Schöne Grüße nach Hamburg. das war ein kleiner Insider. Ja. Wo bin ich denn jetzt? Ich bin jetzt eigentlich im Grunde ein bisschen rumgelaufen. Löwenzahn, es ist so schön. Ich bin auch schon immer am Naschen. Löwenzahn, Blüten könnt ihr futtern. Unten der Ansatz, wo das Grüne dran ist, da geht es Richtung Bitter. Das würde ich vermeiden, aber alles andere, da kann man abschneiden oder abbeißen. Echt herrlich. Also, das gibt alles Energie. Ich könnte hier jetzt auch nebenbei naschen. Das tue ich euch aber nicht an, sonst wäre ich hier nie fertig. mache ich wieder ein andermal. Und ja, hier vorne, hier ist auch weiter noch was passiert und am Wachsen. Da könnt ihr sehen, dass hier noch Salat hingekommen ist. Ne? Und hier vorne haben wir ja noch ein paar Sachen ausgesät gehabt. Das habe ich in dem letzten kurzen Video gezeigt. Also da ist was zu sehen, aber ob das jetzt da irgendwie was mit zu tun hat, das wird sich mit der Zeit zeigen. Hier brauchen wir auf jeden Fall noch Geduld. Aber die Geschichte hier mit Mais scheint den Tieren wohl sehr interessant zu sein. Also habe ich jede Menge schon entdeckt, dass sie rausgerupft werden. So sieht es dann aus. Und ja, hier sehe ich sogar, wow, da ist ja sogar richtig jede Menge am Wachsen. Du Flo, du hast dich ja vorhin gemeldet. Du hast recht, hier ist jede Menge am Kommen. Ich bin echt überrascht. Ich meine, vorgestern oder vor 3 Tagen war ich das letzte Mal da. Ich habe schon wieder vergessen, da war ich halt da vorne beim Indianerbeet. Aber das, was hier jetzt wächst, guckt euch das mal an. Könnt ihr nicht sehen, ne? Aber ich zeige euch das. So. Kommen schon die nächsten. So. Die nächsten Pflänzchen. Das geht los. Also ich habe hier auf dem ganzen Feld Sachen ausgesät. Dann gibt es hier noch Saatgut, was drin ist. Vor allen Dingen hier so Radieschen. Ich denke, wir werden hier so zwischendrin überall so ein bisschen auftauchen. Und gerade so hier vorne bei dem hier, na, könnt ihr euch denken. Und zwar einmal vorne und hinten Erbsen. Dadurch auch wieder Hilfe von meinem Besuch. Von den kleinsten. Upsi. Aber ja, das ist so eine Freude. Also die Zeit im Garten, sofern man sie teilen kann zur jetzigen Zeit, kann ich nur empfehlen. Für jeden, der einen Garten hat, raus mit euch, irgendwie irgendwas tun, sofern man die Möglichkeit dazu hat. Ja, so, werden wir mal weiter tingeln. Also, Tiholbeet weiterhin noch nicht beigegangen. Brennnesseln en masse. Könnt ihr auch sehen. Da kommt überall der Feldsalat durch, der will auch blühen, auch echt spannend zu beobachten. Aber ich habe mich jetzt entschieden, das wird einer der letzten Beete sein, sofern Flo dann so mitmachen will. Vielleicht mache ich das auch selber vorher schon. Aber hier, wir haben hier schon wunderbares Material für die Jauchen, ne? Alles, was uns stört, können wir wunderbar nutzen. Wir können es noch ein bisschen Zeit lassen, dann können wir die wunderbar ernten und dann können wir Jauchen machen. Beim Beinwell gibt es dann auch nachher ein bisschen was und es gibt noch andere Möglichkeiten. Wie gesagt, findet ihr in dem Video, was ich vorhin verlinkt habe. Kann man ernten, wächst nach. Gehört zu den Pflanzen, die auf jeden Fall nachwachsen. Ja, und hier gibt es eigentlich nur Ausläufer vom Feldsalat. Vielleicht versteckt sich da unten noch irgendwo noch Salat. Müsste eigentlich sein. Ja, da haben wir ein paar Pflänzchen, da werde ich aber beigehen, die rausrupfen. Hört sich so böse an, meine ich aber lieb. Erdbeer, Erdbeer, Erdbeer. Könnt das schon echt wunderbar kennen. Nee, ist das? Ist das das, was ich sehe, dass das da ist? Guck mal. Ist das Petersil? Da ist überall Petersil zwischen. Oh, das geht richtig schön auf. Und hier vorne haben wir auch noch Maggikraut, wobei ich das jetzt nicht so wirklich viel ernte. Aber ab und zu kommt das schon vor. Vor allen Dingen, wenn man hier im Garten ein bisschen kocht. Wo er gekocht hat, ist er jetzt erstmal vorbei, geht ja nur noch grillen. So, und dann haben wir hier Knoblauch, noch ein Versteck da. Da vorne war eigentlich auch was. Ja, das ist so ein Beet, das braucht mal Liebe, aber ich glaube, das ist am Ende gar nicht so schlimm, wie es aussieht. Vor allen Dingen, wenn ich vielleicht Hilfe durch den Flo habe, vielleicht auch noch durch irgendwen anders, ich weiß das nicht. Ja, ich war auch ein bisschen kreativ fleißig. Fürs Gartentor vorne ist ja sowieso so eine kreative Sache. Einmal ein kleines Endstadium, Blödsinn, Zwischenstadion. Das soll vorne an die Gartentür kommen. Bei mir sind die Tiere ja willkommen. Ich weiß auch, dass ab und zu mal der Hase da durch will und mir die Tür aufschiebt. Alles schon gesehen. Wobei ich auch gar nicht weiß, wie der das immer da durchschafft, aber das geht schon. Ja.
So, gibt's noch was zu zeigen? Ich tingle mal und lauf mal und sattel. Und dann sehen wir gleich mal, ob es irgendwie noch was gibt. Doch, ich wüsste was. Wisst ihr was? Wir laufen noch mal rüber. Das habe ich noch nicht gemacht. Achso, doch, hier eins möchte ich noch erzählen. Die Sonnenblumengeschichte hier, ne? Die gab es ja woanders und letztendlich auch hier im Indianerbeet, überall irgendwie verteilt. Und die Köpfe und so weiter, die sammle ich. Die kommen nachher in eine Kiste und die sind dann Grillanzünder. Wunderbares Material. Genauso noch Teile von alten Maiskolben. Hier jetzt gerade nass, weil es bei uns geregnet hat, habe ich noch nicht weggekriegt. Aber spielt keine Rolle, hat den ganzen Winter gestanden. Auf den Zeitpunkt kommt es nicht an. Wird hier bestimmt zeitnah weggesammelt und dann vielleicht gleich sogar noch mal gucken. Einfach nur so für den Kreislauf im Garten. Da kann man sich sparen, irgendwas zu kaufen, wenn der Garten die Sachen hergibt, ne, soweit er sie hergeben kann. Wenn man natürlich Dauergriller ist, wird es dann schwierig, dann genug Material so schon da zu haben. Ja, ich habe gesagt, ich wollte mit euch rüber tingeln. Hier übrigens die Gartentür, von der ich geredet habe. Wer da übrigens denkt, ne, ich habe das hier alles stumpf gemacht, das musste ich natürlich. Das ist meine Gartentür, hier soll das irgendwo von außen hin. Vielleicht kommt ein Band rum, ich hänge das hin oder nagel das hin oder verziere das noch oder was weiß ich. Oh, ist das schön. Guckt euch das an. Ich denke, ich bin schon ganz gut dabei. Ich glaube, so 6-7 Beete warten noch, so von der Verteilung. Ja. Mein Foodsharing-Stand. So, und wir tingeln jetzt durch die Kolonie, durch die Schrebergartenkolonie. Ich muss sagen, zur jetzigen Zeit, bin ich ultra glücklich, einen Garten zu haben. Was nicht selbstverständlich ist, vor allen Dingen, weil eine hohe Nachfrage herrscht und das Gartenthema, Schrebergartenthema, ja, etwas ist, was auch im Trend liegt. Das merkt man auf jeden Fall ganz deutlich. Und auch hier bei uns sind alle Parzellen jetzt voll. Und ich bin jetzt bei der Parzelle, wo ich glücklicherweise auch meine Anzucht habe. So, und bevor ich da jetzt reingehe, wer ja, den klassischen Weg verfolgt mit der Voranzucht, der wird definitiv weiter als ich sein. Muss aber auch sagen, der Monat war kalt. Ich denke auch deutschlandweit weit und deswegen ist alles so ein bisschen gefühlt spät dran. Aber ich habe mich heute dazu entschieden, euch das trotzdem zu zeigen. Meine ganze Anzucht ist, ehrlich gesagt, gefühlt für den Eimer, weil ich ja nicht wirklich... Oh, was? Jetzt zeige ich euch, warum. Er hat hier schon Gurken und Tomaten. Muss ich ja gleich mal... Hui. Die hat er aber nicht selbst angezogen. Echt nicht. Das kann nicht sein. Ja, auch Petersilie geht ab. So. Also ich hatte auch einfach von der Psyche her, von der Zeit, von allem, was einfach im Leben los war, nicht wirklich die Zeit, da richtig beizugehen. Das ist alles vom lieben Herbert. Auch hier der ganze Bereich da hinten. Er ist richtig gut unterwegs. Richtig gut. Salat, Tomate, Tomate, Tomate. Und wie gesagt, hier unten die Pflanzen. Da hängt auch noch was rum. Gurke wahrscheinlich auch. Da haben wir nochmal Schnittlauch. So, und ehrlich gesagt ist das mein Abteil. Ihr könnt das sehen, so Beikraut weg und so habe ich mich nicht wirklich gekümmert. Die Pflänzchen sind nicht weit. Das ist dieses Jahr definitiv ja, eine ganz andere Geschichte als sonst. Dennoch habe ich jetzt akzeptiert, so wie das ist, zu gucken, was da letztendlich bei rein, rumkommt. Und auch der Herbert hat gesagt, das ein oder andere werde ich hier auch haben können. Ja, und damit Glück haben. Aber dennoch, hier, guck mal, ist alles gekommen. Der Zucchini, Kürbis. Hier, liebe Leute, vielen Dank für die Kommentare. Hier haben wir einmal Wassermelone. Mal keine Ahnung, ob das bei mir wächst. Aber ich habe auch gelesen, irgendwer hatte da draußen mit Glück. Ja, das steht auch für Glück irgendwie. Und hier habe ich überall den Kohlrabi Superschmelz. Und ich bin ja eigentlich früher dran, deswegen ist alles im grünen Bereich. Ja, die Zucchini sehen super aus. Ich bin hammerzufrieden. Und guck mal, ich dachte, ich habe Pech. Lovagurke. Dieses Jahr haben wir 5 Versuche quasi, um das hinzukriegen. Und ich habe mit dem Herbert geredet. Eine Pflanze darf hier bleiben. Und ich mache das ja, um mich selber mit Pottschwämmen zu versorgen. Beziehungsweise auch Schwämmen, die man im Bad benutzen kann. Luffa haben bestimmt viele von euch schon mitgekriegt. Eine Gurke, die man
anpflanzen kann, nachher auskochen kann, auch in Scheiben nachher haben kann, um daraus einen Schwamm zu haben. Durchs Auskochen bleibt dann so ein Skelett stehen, was als Scheuerschwamm dient. Ich habe es im Bad, ich habe es in der Küche, ich habe es im Garten und ich möchte es nicht mehr messen. Diese ganzen Plastikschwämme, also Müll sparen hoch 10, ich finde das eine richtig gute Sache und die sind viel langlebiger, wie man denkt, wenn man richtig mit umgeht und ansonsten, wenn man sich die zieht. Und also hier in Anzucht und im Garten dann nachher, dann kann man sich auf jeden Fall, was das angeht, mit Putzschwämmen oder mit Waschschwämmen oder was auch immer, kann man sich dann super selber versorgen. Ja, ich benutze sie schon eine Weile und wird bei mir nicht mehr fehlen im Haushalt und im Garten. Also super Neuigkeiten, das werde ich auf jeden Fall im Freiland probieren. Ich habe mir da auch schon was gedacht. Ja, und was wächst hier nochmal? Rotkohl, wunderbar. Hier ist tatsächlich auch noch Blumenkohl zu sehen, der in der Mitte. Da vorne unten ist auch ein Exemplar. Da kann man auf jeden Fall noch mal ein bisschen Liebe reinstecken. Und bei den Tomatenpflanzen bin ich richtig spät dran, gefühlt. Aber hier steht hier eine Menge. Guckt euch das an. Wer genauer hinschaut, sieht überall Pflänzchen stehen, genau in der Mitte. Tomate, ihr kennt das. Das ist quasi der nächste Schritt. Und ich hatte mir halt irgendwie auch was organisiert. Es hat leider nachher nicht mehr zu mir gefunden. Eine Erde, die ich hierfür verwenden wollte, um ein bisschen Zeit aufzuholen. Ja, hat leider nicht zu mir gefunden. Mal gucken, ob ich morgen vielleicht Glück habe. Auf jeden Fall war mein Plan, das Ganze dann zu pikieren. Pikieren ist nichts anderes, für alle, die das jetzt nicht kennen, ist nichts anderes als Pflanzen, die zusammen wachsen. Wie jetzt hier im Bereich, jedes Mal ist jedes Mal ein Kohlrabi und das sind alles einzelne. Und wenn man die hier mit Pikierstab und so weiter rausholt und die vereinzelt, das ist so der Begriff von Pikieren. Also ich will keine Fachvideos machen, aber Pikieren haben bestimmt schon viele gehört und sich wahrscheinlich gefragt, was ist es? Also, das ist jetzt eine Sache, die richtet sich auf jeden Fall gerade auch an die Gartenanfänger oder die so solche Sachen noch nicht so verfolgt haben. Vielleicht auch das erste Mal auf YouTube Gartenvideos gucken. Also das habe ich auch schon ganz oft in letzter Zeit gelesen. Wunder, wunder, wunderbare Sache. So, und was möchte ich euch noch zeigen? Selbst eine Pflanze, mit der ich gar nicht mehr gerechnet habe, wächst. Jetzt flitzt hier gerade im Hintergrund ein bisschen der Zug vorbei. Tönt das hier vielleicht ein bisschen doller? Vielleicht habt ihr noch gar nicht gehört. So, und eine Pflanze, die mich ganz besonders überrascht hat, war die Physalis. Guckt euch das an. Tomatillo, zwei Stück. Doch, nee. Physalis, letztes Jahr war nichts. Ich rechne dies Jahr auch nicht wirklich mit was. Aber man kann es ja versuchen. Da in der Mitte haben wir auch noch einen. Guckt euch das an. Da haben wir auch einen. Wunder, wunderbar. Also da gab es auf jeden Fall ein paar Überraschungen. Und selbst hier hinten haben wir nochmal einen schönen Brunner Gold. Da auch einen schönen Brunner Gold. Ja. Also Überblick. Rotkohl, Blumenkohl, die Physalis, die Lofergurke, Salatgurke, gar nichts gekommen. Überhaupt nicht ein Samen. Dann haben wir die Kürbissorten, die Zucchini-Sorten und die Kohlrabi-Sorten und hier hinten dann halt alles Tomate. Ich glaube, am Ende kann ich dann doch zufrieden sein, vor allen Dingen, weil ich die Pflanzen hier neben sehe. Das Ding hat noch ein bisschen Zeit. Ich habe euch das da draußen gesagt, es ist nie zu spät. Vor allen Dingen, wenn man anfängt, sammelt Erfahrungen, diese direkten Erfahrungen, die sind nachher so Gold wert. Alles andere, was man liest und sieht in Videos und so, ja, kommt ja irgendwie zusätzlich dazu, wenn man irgendwie andere Gegebenheiten hat. Da habe ich mich jetzt doof ausgedrückt. Das kann ich besser. Also die Gegebenheiten sind halt überall unterschiedlich. Habe ich schon immer wieder gemerkt, bei uns hier im hohen Norden Sachen anzubauen. Da habe ich schon einige Gartenvideos benutzt, um Informationen zu sammeln für bestimmte Sachen auch irgendwie anzugehen. Und dann hat sich das doch entpuppt, dass das hier ein bisschen anders läuft. Also es ist hier halt kühler. Bei uns ist auch in der Regel mehr Regen. Die letzten 2 Jahre waren zum Beispiel, wenn man das mal auf die Tomate bezieht, keine wirklichen Tomatenjahre. Auch wenn ich mich über das Wetter nicht bescheren möchte. Wir hatten wunderschöne Zeiten. Letztes Jahr, glaube ich, auch frühlingsmäßig sehr schön. Husum ist wettermäßig sehr speziell. Ist oft so ein Wechsel im ganzen Land. Ist Sonne bei uns, schifft das wie, ne, aus allen Wolken. Ja, und dann gibt es halt noch die Variante, ja, bei uns ist das schön, bei euch regnet das. Also manchmal ist das total gaga. Ja. So. Ich tingle gerade nochmal gemütlich zurück. Mir das auf jeden Fall so ein bisschen auch, ja, so ein bisschen Kraft geschenkt und auch eine Auszeit von allem, was so im Leben anliegt. Außer den schönen Dingen, die sind natürlich weiter präsent.
Ja, hier bin ich bei meinem Garten. Ist doch echt schon ein schönes Fleckchen Erde. Mann, was kann ich happy sein. Richtig schön. So, es reicht jetzt, ne? Also ich würde sagen, ich werde meine 7 Sachen wieder packen und nach Hause. Eigentlich wollte ich hier vorne ein bisschen machen, aber ich bin jetzt gerade so gemütlich und so, aber auch kaputt und müde. Hier übrigens auch. Hui, das kann ich noch zeigen. Hier haben wir auch noch überall Erbsen. So. Überall da vorne. Aber man kann das auch schon wieder sehen. Da sind überall Löcher und bestimmt wieder welche rausgebiezt worden. Aber im Grunde genommen wird es nachher reichen. Da vorne kamen ja auch noch mal Erbsen rein, wie ich gezeigt habe. Ja, was bleibt denn überall? Also was gibt es letztendlich noch zu tun? Das Beet. Das Beet zu Ende, das Beet, sind wir bei 4,5, würde ich mal sagen. Denn da vorne das Beet, wo ich vorhin den Kohl gezeigt habe, das da, sind wir bei grob 6. Also fehlt bei mir hier jetzt noch das Beet, was ich euch hier vorne gezeigt habe, das alte Zuschauerbeet. Ja, und dann bin ich durch. Das waren 7, ne? So grob. Ja, aber also es gibt immer was zu tun, zu zeigen, aber es ist, ja, das geht immer alles noch. Also ich hab mich auch damit abgefunden, dass dieses Jahr nicht so stark wird wie die letzten Jahre, weil einfach die Gegebenheiten persönlich im Privaten anders sind als vorher und ich auch im letzten Jahr so körperlich abgebaut habe. Deswegen, ich bin ja so dankbar, von dem Flo die Hilfe zu haben, die Unterstützung und auch überhaupt die Unterstützung, die generell jetzt vor allem dieses Jahr auch dabei war. Ja, um das Ganze hier zu wuppen. Ja, es ist wie es ist. Aber es zeigt auch, dass es super, super viele, ja, neue Erkenntnisse gibt und Dinge zu entdecken. Ja, Decken, Boden decken, abdecken. Hier so Bodenabdecker. Und die Sonne kommt jetzt mal zum Schluss raus. Es ist so schön. So, so schön. Ja. Auf jeden Fall gibt es überall irgendwelche Pflanzen zu entdecken, die man auf einmal stehen lassen kann, wo sich die Natur so ein bisschen selber regelt. Ich werde dieses Jahr ein bisschen aufpassen mit alles, was so ausblüht und sich verteilen will, wovon man nicht ganz so viel haben will. Aber ja, im Großen und Ganzen bin ich schon zufrieden, wie alles ist. Ja. Bisschen Ernteverzicht dieses Jahr, was den Anbau angeht. Aber genug andere Sachen, gerade Wildkräuter, Heilpflanzen etc. pp., was da so alles in meinem Garten zu finden ist, das ist schon eine super Ergänzung. Dieses Jahr auf jeden Fall schon eine Steigerung. Ich wollte jedes Jahr, mache ich so einen kleinen Schritt mehr, was die Ernährung angeht, Ernte angeht. Rohköstlich kann ich nur empfehlen, wirklich. Da steckt einfach die Power drin, so rohköstlich wie möglich zu ernähren. Ich merke das von meinem Körpergefühl. Ich habe eine ganz gute Beziehung zu meinem Körper, was das angeht. Der hat genug Sachen, die auf sich aufmerksam machen. Und der Weg jetzt die letzten Jahre, oder eigentlich hat es das so letztes Jahr angefangen mit diesem, oder vorletztes Jahr schon, Mann, die Zeit vergeht. Dieses Rohköstliche ist eine ganz feine Sache, weil da einfach noch am meisten drin steckt. Wenn man das durch den Prozess des Kochens jagt, geht einfach sehr viel verloren. Zu guter Letzt denke ich, das ist jetzt auch ein guter Punkt, um einen Punkt zu finden. Schauen wir mal, wie alles so weitergeht. Ziemlich ereignisreich gerade. Also ich weiß auch bei manchen Sachen nicht, wo mir der Kopf steht. Es geht mir aber soweit gut. Aber zu viele Themen, die dran sein wollen. Und das Leben schreibt die Geschichte. Kontrolle gibt es in dieser Hinsicht nicht. Kontrolle verursacht meistens Leid. Ja, so einfach. Gucken, wie sich alles so entwickelt. Also ich habe hier das Tempo rausgenommen. Ich rechne mit ein paar Verspätungen bei der Anzuchtgeschichte. Physalis glaube ich nicht so ganz dran, dass das was wird. Aber wenn wir hier noch Feuer im Kessel kriegen im Sommer vom Wetter her und da so richtig Energie nochmal reinkommt, dann ist da durchaus noch was zu erwarten. Ja, ansonsten ist schon fast Mitte Mai. Mitte Mai, wenn die Temperaturen besser werden, ist für euch die Pflanzzeit da draußen. Also das kann ich schon mal sagen für alle Anfänger. Wartet diese Zeit auch ab. Es kann immer noch frostige Temperaturen geben. Ihr werdet das schon mitkriegen, wenn die gute Zeit kommen soll.
Überraschung, am Wochenende sollen wir übrigens über 20 Grad hier kriegen, so ein Sprung wieder von 10 Grad. Das wird auch noch alles spannend. Ja. Ja. Drückt mir die Daumen, dass es morgen Erde gibt, weil die Pflanzen da drüben, die können einen kleinen Schub gebrauchen. Wobei ich auch noch eine andere Idee habe. Hallo Taube. Ja. So, bis zum nächsten Mal. Ich bin raus. Danke fürs Zusehen und freue mich aufs Wiedersehen. Bis dann und weg. So. So, ich hatte gar nicht vor, jetzt hier noch weiter zu drehen, aber so ist das immer. Ich habe hier nur so ein Gerät. Da. Oh je, Minne. Das ist eine ganze Stunde. Ich habe keine Wiederholung gemacht. Also, ihr kennt das auf meinem Kanal. Ich ziehe das durch. Das wird ein langes Video geben und gegeben haben. Also, eine ganze Stunde habe ich für Videoschnitt für Inhalt dieses Videos gebracht und ich habe mich nicht wirklich viel wiederholt. Ist eigentlich alles drin, was ich ins Video schneiden wollte, aber dass ich so die Zeit vergessen habe. Ja, da fehlen mir jetzt die Worte irgendwie. Ende aus.